meine Hübschen, ich habe ja gesagt, ich melde mich bei euch. Und zwar, ich bin jetzt vorhin, so vor einer Stunde circa, hier in Pommelsbrunn angekommen in meiner Reha-Klinik. Habe ich ja, ich glaube, gestern in dem Video kurz angedeutet, dass ich jetzt auf Reha gehe wegen meinem Lipödem. Das hat sich ja durch meine Gewichtszunahme ganz, ganz, ganz stark verschlechtert. Und ja, das hat jetzt alles sehr gut geklappt. Innerhalb kürzester Zeit habe ich jetzt hier einen Platz bekommen und ja, bin jetzt heute hier angekommen. Ich werde euch jetzt dann mal kurz einblenden, wie es hier aussieht. Also ich muss sagen, ich bin mega happy über das Zimmer. Also das hat ganz viele Fenster, es ist super hell, sogar im Bad ist ein Fenster. Und ja, hat Rollläden, ist total modern eingerichtet, also bisher hat alles super gut geklappt, den Weg hierher habe ich gut gefunden, aber ich war jetzt hier auch schon sehr oft beim Herrn Dr. Schingali, ich habe mich ja hier schon operieren lassen und meine Kontrolluntersuchung mache ich auch immer hier, deswegen ja, habe ich den Weg ganz gut gefunden und ja, auch mit der Anmeldung hat alles einwandfrei geklappt. Man kriegt hier bei der also wenn man ankommt, erstmal ein paar Dokumente, die muss man sich durchlesen und unterschreiben. Meine Brille ist leider etwas beschlagen, es tut mir leid. Ja, das habe ich so alles gemacht, abgegeben, dann wurde ich ins Zimmer gebracht. Ja, das hat auch super gut geklappt. Die Dame hat mir alles hier kurz gezeigt, fand ich super süß, die war sehr, sehr nett. Also bisher waren alle hier sehr, sehr nett. Und ja, ich sollte jetzt hier im Zimmer warten, konnte jetzt aber jetzt auch noch meine Koffersachen vom Auto hier hochbringen. Ist ziemlich cool, weil ein Aufzug da ist, also ist auch kein Problem, die Sachen hier hochzubringen. Also man muss sie nicht per Hand die Treppen hochschleppen, sondern es gibt hier einen Aufzug, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, ich habe jetzt mittlerweile meine Sachen ausgepackt, bis auf einen kleinen Koffer, da habe ich noch so Bücher und so drinnen, der ist jetzt noch im Auto, den hole ich dann noch. Ich soll jetzt aber hier im Zimmer warten, bekomme einen Anruf und dann beginnt die Aufnahmeuntersuchung. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier. Ich muss dann ich sollte mein Auto dann noch umparken. Ich habe das jetzt hier relativ nah am Eingang geparkt, vor den Geschäften. Soll man nicht, also man soll ums Gebäude rumfahren und ja, da eben Parkplatz suchen. Das mache ich aber dann noch und das, wenn nichts frei sein soll, dem auch gesagt, das kann ich erst heute Abend machen. Ist auch gar kein Thema. Ja, genau, das ist jetzt so mal der erste Eindruck. Also bisher bin ich echt super happy. Ich fühle mich hier pudelwohl. Habe mich jetzt gut eingerichtet. Ja, mein Zimmer ist auch relativ zentral, muss ich sagen. Das ist so hinter der Küche. Also ich habe es überhaupt nicht weit in die Küche. Zwei Schritte, ich bin im Essenssaal, das ist ganz cool. Ja, auch zum Haupteingang ist es eigentlich auch nicht weit. Ja, also von der Lage her ist das Zimmer sehr, sehr gut. Ich glaube, die Klinik ist gar nicht so groß. Also ich war zwar zur Kontrolluntersuchung hier schon, aber ich hätte jetzt gar nicht sagen können, wie groß die Klinik an sich hier ist. Aber ich glaube, die ist gar nicht so groß. Also das finde ich ziemlich schön. Eher eine kleine Klinik ist eher so mein Ding. Ja, und ja, gibt es noch was zu sagen? Ich habe gesagt, ich melde mich dann bei euch nochmal nach der Aufnahmeuntersuchung. Da kann ich euch dann sagen, was da alles gemacht wird. Essensplan habe ich auch schon bekommen, aber ein paar Sachen nochmal verändert, was ich nicht so gerne möchte und ja, habe das jetzt auch weitergegeben. Ja, also die aufgrund von Corona tun sie natürlich jetzt auch die Essenszeiten teilen, also ein bisschen entzerren, dass nicht zu viel auf einmal sind. Wann meine Essenszeit ist, weiß ich jetzt noch nicht, das will ich noch erfahren. Auch kein Problem. Ja, wie gesagt, ich will mich jetzt hier noch ein bisschen ja, einleben und noch ein bisschen hier in den Unterlagen schmökern. Also da war jetzt noch so ein, keine Ahnung, so ein Buch hier. Das werde ich mir jetzt nochmal anschauen, was da so alles drin steht. Herzlich willkommen, lieber Patient, bla bla bla. Also das werde ich mir jetzt alles nochmal anschauen. Maske muss man hier natürlich überall tragen, bis auf dem Zimmer. Also hier bin ich alleine und das ist ja mein Zimmer und hier kann ich sie abnehmen. Ansonsten, was ich jetzt mitbekomme, muss ich es überall tragen. Ist aber für mich okay und darauf habe ich mich auch eingestellt. Und ja, genau, also wie gesagt, dann melde ich mich bei euch nochmal nach meinem Aufnahmegespräch, Aufnahmeuntersuchung und erzähle euch, was man da so alles machen muss. Und ja, bis dann!
jetzt habe ich soweit die Aufnahmen alles hinter mich gebracht. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe noch ein bisschen spazieren. Kann euch mal ein bisschen von der Umgebung zeigen. Also da hinten ist ein Teil von der Klinik hier. Und da drüben habe ich irgendwo mein Auto geparkt. Und so sieht die Umgebung aus. Also richtig schön viel grün. Ja, bei der Aufnahme wird eigentlich alles nochmal vermessen. Ja, ich war ja erst im Juli hier zur Kontrolle. Und im Endeffekt ist das Gleiche auch nochmal gemacht worden. Ja, das wird am Anfang gemacht und dann am Ende auch nochmal, dass man sieht, wie sich das Ganze verändert hat. Ja, genau. Dann hatte ich im Anschluss gleich ein Arztgespräch. Ja, war auch soweit okay. Ja, ging alles relativ fix. Ja, durch meine Operation, weil ich ja schon mal hier war, war ich so eigentlich der Patient, der schon mal hier war und sich auskennt. Ja, war alles in Ordnung soweit. Ja, danach durfte ich gleich essen gehen, beziehungsweise ich habe mir vorher noch schnell das WLAN-Passwort organisiert und eine Fernbedienung. Dafür müsst ihr 20 Euro Pfand hinterlegen und kostet am Tag, glaube ich, knappe 3 Euro. Das müsst ihr halt einfach bezahlen, das ist einfach so. Ja, das habe ich noch erledigt. Dann durfte ich gleich zum Mittagessen gehen. Gab voll das lecker Essen, so Gemüse-Wraps mit einer leckeren Käse-Kräutersoße. Also war echt gutes Essen. Suppe und Salat konnte man auswählen, ob man das möchte. So, jetzt bin ich auf den Knopf gekommen, wunderbar. Also das Essen konnte man auswählen, ob man noch Suppe und Salat möchte. Ich habe es genommen, war beides sehr, sehr gut. Ja, jetzt habe ich mein Auto dann noch umgepackt. Wie gesagt, mein Auto steht hier drüben, also bei diesen roten Balkonen, hat die Frau gesagt, dürfen wir parken. Da ist irgendwo da hinten so ein Schotterparkplatz und da habe ich mich dann hingestellt. Ja, und habe meinen letzten Koffer, also mit meinen Büchern so noch hochgebracht und meine Stöcke, meine Walk-in-Stöcke. Und da das Wetter jetzt eigentlich ganz gut ist und es nicht regnet und nichts, habe ich mir gedacht, ach, weil ich jetzt eh am ersten Tag habe mir keine Anwendungen, nichts, gehe ich gleich noch eine Runde spazieren und erkunde mal ein bisschen hier die Gegend. Den vorderen Bereich mit den Geschäften und so habe ich schon gekannt. Also wenn hier die Klinik ist, auf der anderen Seite sind Geschäfte wie ein Rewe, ein Aldi, ein Lidl, Obi, was ist noch? Dänisches Bettenlager, eine Post, genau, da war ich gerade noch drin, habe einen Brief noch schnell abgegeben. Und ja, wie gesagt, jetzt laufen wir ein bisschen in die andere Richtung, ein bisschen ins Grüne raus und schauen mal, wo man da ein bisschen hinkommt. Und ja, ich möchte jetzt jeden Tag eigentlich walken gehen, deswegen habe ich meine Stöcke auch dabei. Und da wollte ich jetzt mal eben schauen, wo man da so hinlaufen kann. Was ganz cool ist, dass hier überall auch Bänke sind. Also gleich da vorne kommt auch wieder eine Bank, wo man sich hinsetzen kann. Hier finde ich eigentlich ganz praktisch. Also wenn man, ich weiß nicht, wie es ist, man wird hier jeden Tag bandagiert, wie das dann natürlich ist mit dem Laufen. Also ich meine, ich hatte damals bei der Operation, bin ich auch bandagiert worden. Das war total blöd zum Laufen, das weiß ich noch. Aber ja, muss jetzt nochmal gucken, wie das so ist. Und deswegen wollte ich hier ein bisschen noch die ganze Lage ein wenig auskundschaften. Also hier ist echt, wenn man, schaut euch mal bitte das Panorama an, es ist nicht wunderschön hier. Also mit diesen Herbstfarben, doch, ist schon wirklich schön. Also ich glaube, der Zeitpunkt für eine Reha ist echt ziemlich gut. Ja, wie gesagt, jetzt laufe ich hier noch ein bisschen rum, schaue mir das Ganze ein bisschen an und morgen soll ich dann meinen Plan bekommen. Morgen früh muss ich noch Urin abgeben und Blut abnehmen. Ja, Leute, es muss Blut abgenommen werden. Bin jetzt auch nicht so scharf drauf, aber was muss, das muss, ne? Genau. Ja, das wartet, wie gesagt, morgen früh auf mich. Fahrradfahrer düsen hier auch an einem vorbei. Gut. Voll schön. Hier ist so ein Fluss. Auch voll schön.
Ja, genau. Also morgen früh noch Blut abnehmen. Dann bekomme ich auch meinen Therapieplan. Bin ich auch sehr gespannt, wie der dann so aussieht. Wie umfangreich und ja, genau. Also Leute, ich schaue mir jetzt hier die Gegend noch ein bisschen an, wenn ich noch was Schönes sehe, würde ich euch das zeigen. Und ja, dann bis später. Morgen meine Hübschen. Ich komme jetzt gerade vom Pixi. Hier mein Beweis. Also mir wurde jetzt gerade Blut abgenommen und ja, Urin musste ich abgeben und meinen Behandlungsplan habe ich bekommen. So sieht das Ganze aus. Ja, ich habe gestern einen Zettel bekommen, dass ich heute Frühstück, also die teilen das ja so auf, und heute bin ich frühstücksmäßig 8 Uhr dran, 8 Uhr bis 8.30 Uhr, Mittag von, ich glaube, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr und Abendessen von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Klar, die versuchen das ein bisschen zu entfernen, was ja auch gut ist. Ja, geschlafen habe ich ganz gut. Die Matratze ist ein bisschen hart. Das ist der erste Nachteil, den ich festgestellt habe. Also die Matratze ist mir ein bisschen zu hart, aber ich denke, da würde ich mich auch dran gewöhnen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was der Tag bringt. Also bei mir steht jetzt im Plan drinnen, muss ich mal schnell gucken. Ich habe ihn gerade erst bekommen, dass irgendwie mein Therapeut ist ein Herr Wagner. Schauen wir mal. Und die Lymphapress habe ich heute um 8.45 Uhr, Bandagierung um 10.15 Uhr und manuelle Lymphdrainage um 9.30 Uhr. Genau, so sieht es dann aus. Ich kann es euch mal zeigen. Na, also so ist der Plan, so ist es eingetragen. Und ja, lasse ich mich mal überraschen, wie der Therapeut ist und wie das jetzt alles so ist. Und ja, genau, das wollte ich euch jetzt mal kurz erzählen. Das ist jetzt der Stand in der Früh. Ich muss jetzt ja nüchtern sein. Jetzt nehme ich mal langsam meine Tabletten. Und ja, werde langsam fit. Bin noch ein bisschen dödelig, wie ihr merkt. Ich bin noch ganz bisschen müde. Und ja, dann werde ich um 8 Uhr zum Frühstücken gehen. Und ja, dann geht es schon weiter mit Lymphapress. Ich bin gespannt. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis später. Tschüss. Hallo meine Hübschen, ich bin's jetzt nochmal. Was ich euch noch sagen wollte, nehmt euch die weitesten Schuhe mit, die ihr überhaupt besitzt. Also ich war jetzt gerade ja draußen laufen und hatte meine Schlappen an. Das ist saugefährlich, man flutscht ständig aus den Schlappen raus. Man kann die Füße nicht gescheit anheben und stolpert auch recht leicht. Also das ist ziemlich gefährlich, ich konnte jetzt auch nicht wirklich weit laufen. Jetzt bin ich hoch und habe geschaut, in welche Schuhe ich mit den ganzen Bandagen da reinpasse. Und das war jetzt wirklich schwierig. Das Einzige, meine Fake Chucks, also in die da, wie ihr seht, ich habe die jetzt so gebunden, dass ich da irgendwie reinkomme. Es ist einfach jetzt auch schon mittlerweile zu kalt, dass man da draußen mit Schlappen rumläuft. Und wie gesagt, es ist auch noch saugefährlich. Also ich weiß nicht, nehmt euch Schuhe mit, die einfach riesig groß sind. Aber ich wüsste jetzt nicht einmal, Stiefel kann man vergessen. Also, keine Ahnung. Also da müsst ihr echt schauen, dass ihr so groß wie möglich Schuhe irgendwie mitnimmt, wo ihr reinkommt, weil meine anderen, ich glaube in die Sportschuhe und alles, da komme ich gar nicht rein. Ja, toll. Also das ist schon mal ein Problem und ein Tipp von mir. Ja, guckt da mal, dass ihr wirklich Schuhe mitnehmt, die ihr so weit wie möglich aufmachen könnt, dass ihr da reinkommt und trotzdem ein bisschen an Halt drinnen habt. Also ja, ich denke, mit denen geht es jetzt einigermaßen. Ich meine, die sind eh nicht mehr die schönsten. Deswegen, wenn sie kaputt sind, dann bleiben sie gleich hier. Aber mit denen könnte es klappen, aber auch das Anziehen. Also ihr braucht auf jeden Fall einen langen, wie heißt das? Schuhlöffel, genau. Ihr braucht einen langen Schuhlöffel. Also ich habe da vorne, wenn ihr seht, einen dort stehen. Also so einen braucht ihr auf jeden Fall, weil sonst kommt ihr wirklich in die Schuhe nicht rein. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich Socken anziehen soll. Also ich glaube, das funktioniert auch nicht wirklich. Also eigentlich dürfen wir sie mitnehmen, das ziehen die dann dort gleich an. Ich habe aber heute früh nicht dran gedacht, hatte keine Socken dabei. Das war ein bisschen blöd. Obwohl ich mir jetzt ganz ehrlich frage, wie ich auch noch Socken darüber anziehen soll und wie ich dann in den Schuh reinkommen soll. Kann ich jetzt auch nicht sagen, weil Achselplatz ist auf jeden Fall da nicht mehr drinnen. Und ja, keine Ahnung, das muss ich mir dann morgen mal überlegen. Also die haben gesagt, man soll ja mit die Bandage schlafen, dann ist da, also genau,
dass nochmal oben über die Bandagen so eine breitere Bandage drüber, also das kann man echt ein bisschen schwer erklären. Und diese breitere Bandage soll man vorm Schlafengehen abnehmen. Und in der Früh darf ich dann auch die Bandage runter machen und darf auch duschen gehen. Ja. Und dann kommt sie wieder hin. Ja, so ist es. Also das ist ein bisschen nervig, aber ja, vielleicht gewöhnt man sich da jetzt auch dran. Jetzt die ersten Tage ein bisschen komisch wahrscheinlich und dann ist es vielleicht nochmal für einen. Genau. Das wollte ich euch noch sagen. Also denkt dran, Schuhlöffel, ganz wichtig. Und die breitestmöglichen Schuhe, die ihr überhaupt besitzt. Ja, Schlappen ist halt ein bisschen kühl jetzt, ne? November ist vielleicht mit Schlappen nicht so sinnig. Im Sommer könnte man vielleicht mit, weiß ich nicht, so Birkenstock oder so, könnte man versuchen, die kann man ein bisschen einstellen. Ich weiß nicht, ob man mit denen besser laufen kann, keine Ahnung, aber ja, jetzt mit diesen Chucks geht es, glaube ich, ganz gut. Auf jeden Fall ist er fest am Fuß und glaube ich, kann ganz gut laufen. Ja, das wollte ich euch noch schnell sagen, bevor ich jetzt dann zum Mittagessen gehe. Hallo meine Hübschen, ich melde mich nochmal ganz kurz bei euch. Also wir hatten jetzt gerade Gymnastik mit bandagiert hier. Also ich muss sagen, Leute, das ist ganz schön anstrengend, muss ich echt sagen. Also wir haben Gymnastik gemacht mit so einem Ball, haben verschiedene Übungen gemacht für Gleichgewicht und so. Aber ich muss wirklich sagen, dass das mit der Bandage wirklich anstrengend ist. Also wir waren gestanden, also ich hoffe, wir müssen da Übungen im Sitz machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da damit aufstehen soll. Aber gut, jetzt heute war es, wie gesagt, im Stehen, mit dem Ball, Gleichgewichtsübungen, alle möglichen Geschichten. Ja, war ganz cool. Aber ist echt anstrengend, muss ich wirklich sagen. Und vorher habe ich noch eine Nachbehandlung gehabt, da konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Also Nachbehandlung bei meinem Therapeuten. Ja, und da hat er mir jetzt das Laufband oben erklärt. Genau, also ein Stockwerk über mir. Ja, ein Stockwerk über mir, genau. Ist noch so ein Gymnastikraum, wo dann eben diese Gymnastik stattfindet. Da sind noch ein paar Geräte drin, also so eine Ameise, so ein Stepper, Walker, keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Dann ein Laufband, was aber nicht automatisch betrieben ist, sondern was man ja selber betreiben muss. Keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Und so ein liegendes Fahrrad ist noch oben, genau. Ja, darf man auch jederzeit nutzen, finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also wenn draußen mal Schiedwetter ist, dann kann man da auch noch eine Einheit dranhängen. Ich muss sagen, jetzt heute ist es für mich ziemlich anstrengend, erster Tag mit bandagiert. Also da ist man echt ganz schön fertig. Oh, meine Brille ist wie immer beschlagen. Und ich glaube, heute werde ich da jetzt keine Einheit dranhängen. Ich muss ja mal schauen, wie viele Schritte ich heute schon geschafft habe. Ja. Und dann überlege ich mal, was ich noch mache, ob ich noch mal was mache oder auch nicht. Und ja, das war's gewesen. Das wollte ich euch noch ganz kurz erzählen. Und jetzt gucke ich ein bisschen Fernsehen und lese ein bisschen und chillax ein bisschen. Und um 18 Uhr gibt es dann Abendessen. Und dann ist der zweite Tag auch schon vorbei. Hallo meine Hübschen, einen wunderschönen guten Morgen oder eigentlich schon guten Mittag. Neuer Tag, neues Glück. Ja, bin heute früh ganz normal, naja, ganz normal wach geworden, kann man jetzt sagen. Um 4 haben mich meine Bandagen so dermaßen genervt, weil die mich in die Kniekehle sowas von reingezwickt haben, dass ich sie abgemacht habe, war aber okay. Ja, mittlerweile habe ich meine neuen Bandagen drauf, sogar inklusive Arm. Man sieht es jetzt nicht, aber mein Arm ist auch bandagiert. Also ich habe den linken jetzt mal machen lassen. Ich hatte noch nie eine Armbandage, deswegen ja, wollte ich das jetzt zum Test mal mit links probieren. Ich muss sagen, die, wo das heute gewickelt hat, hat das sehr, sehr gut gemacht. Die hat mir so wie so Strümpfe angezogen und dann erst ja, den Schaumstoff drauf und alles andere. Also ich muss sagen, das war eigentlich, also wenn es tagsüber so bleibt, muss ich sagen, ist das die bessere Variante. Also kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch wickeln lasst, dann besteht auf diese Unterziehteile. Ich weiß bloß nicht, wie die heißen, tut mir leid. Ja, genau. Also wie gesagt, meine beiden Beine sind jetzt wieder gewickelt und mein linker Arm. Und ja, was war jetzt bis heute? Ja, eigentlich genauso wie gestern. Ich bin in der Früh aufgestanden, um 8 durfte ich zum Frühstücken. In der Früh, um ich glaube um 7 sind sie schon gekommen, haben Fieber gemessen wegen Corona. Ne? Ihr wisst, deswegen habe ich hier auch die Maske rum. Ja, tun wir irgendwie bequemer hinhocken. Genau.
7 war Fiebermessen, dann um 7:30 herum kam die Putzfrau, habe ich ein bisschen mit der unterhalten, die hat ein bisschen nebenher sauber gemacht. Um 8 bin ich dann zum Frühstücken gegangen. Ja, wie gestern hatte ich um 8.45 Uhr dann Lymphepress. Also das finde ich sehr, sehr gut, bringt mir auch sehr, sehr viel. Hallo. Ja, also da bin ich wirklich sehr begeistert. Dann hatte ich im Anschluss gleich Lymphdrainage bei meinem Therapeuten und danach gleich im Anschluss hatte ich den Wickeltermin. Und jetzt habe ich Freizeit, da laufe ich dann immer danach schön rum, dass meine Bandage schön weich wird. Aber ich muss sagen, ich habe ziemlich Muskelkater und es ist so anstrengend. Also ich habe es jetzt wirklich nur geschafft aus der Klinik raus, einen kleinen Weg rauswärts und auf die erste Bank habe ich mich jetzt gesetzt, weil das wirklich anstrengend ist. Aber ich will auf jeden Fall immer ein bisschen laufen, dass die Bandage weicher wird. Ja, jetzt also jetzt Vormittag ist so nichts mehr und um 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr darf ich dann zum Mittagessen. Den Plan habe ich euch ja hochgeladen, was die Woche so zu essen gibt. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache die Videos immer so, ich mache immer eine Woche, lade euch das Video hoch und dann geht es Woche 2 und so. Also ich denke, das ist vielleicht am interessantesten, dass ihr wochenweise schauen könnt, was passiert in der ersten Woche, was in der zweiten, was in der dritten und ob es vielleicht eine Verlängerung gibt. Weiß ich alles noch nicht. Also im Moment ist der Stand 3 Wochen. Ja, und heute Nachmittag habe ich, muss ich mal selber auf meinen Planschnitt gucken, was der mir, also der Therapeut trägt das dann immer ein, der hat irgendwas gesagt von Nachbehandlung habe ich heute wieder. Da habe ich gefragt, ob er bitte meinen Nacken machen kann, weil ich ziemliche Schmerzen mit dem Nackenbereich habe, wie immer. Ihr wisst ja, dass ich da Probleme habe. Jetzt kriege ich meinen Behandlungsplan nicht auf. Doch. 13.25 Uhr. Habe ich die Nachbehandlung. Ah ja, und so steht gar nichts mehr drin. Er hat mir irgendwas erzählt, dass ein Vortrag heute noch ist über das Lipödem vor einem Doktor hier. Ich denke, da würde ich vielleicht mal hinschauen. Schade ja nicht. Ich weiß bloß die Uhrzeit, ich glaube 2 rum oder so. Weiß nicht mehr, kann ihn später nochmal fragen. Und heute Abend um 19 Uhr wäre Qigong. Müsste ich mich aber anmelden. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich Qigong machen möchte. Eigentlich stehe ich da nicht so drauf. Ja, da mache ich mir jetzt noch Gedanken bis zum Mittagessen und dann kann ich ja danach noch Bescheid geben. Ja, und so wird jetzt heute nicht mehr viel passieren. Morgen ist schon Donnerstag, also die Woche geht echt schnell vorbei, muss ich sagen. Und ich habe mich jetzt schon ein bisschen eingelebt. Also ich fühle mich hier ganz wohl. Leute sind sehr nett und also passt eigentlich auch alles ziemlich gut. Ja, im Moment gibt es nicht mehr zu sagen. Deswegen würde ich immer sagen, ich chill jetzt hier noch ein bisschen, vielleicht lese ich noch ein bisschen, vielleicht laufe ich auch noch ein bisschen. Und dann gibt es erst mal Mittagessen. Bis dann. Tschüss. So, meine Hübschen, jetzt bin ich mal wieder am Zimmer. Und zwar, ich hatte vorhin einen Vortrag über das Lipödem. Da hat sich einiges geändert und das wurde uns jetzt eben mitgeteilt in einem Vortrag und allgemein aufgeklärt. Ja, und danach hatte ich jetzt im Anschluss gleich Armlymphepress. Also das war ja komisch. Also da hängt man drinnen und ach ja, naja. Ich bin froh, dass es rum ist. Also das ist echt irgendwie blöd. Die haben mir dann so provisorisch meinen Arm, den rechten Arm wo aufgelegt auf so ein Schränkchen und den linken auf so ein Fußkeil und der ist dann immer umgekippt und ach, das war ein Akt. Also wirklich. Ja, also wichtig ist es natürlich. Ich bin auch froh, dass ich es jetzt bekomme, aber ich muss echt sagen, das ist ziemlich nervig. Ja, das wollte ich euch noch kurz erklären. Jetzt im Endeffekt jetzt bin ich im Zimmer und schaue noch ein bisschen, oder lese jetzt erst noch ein bisschen, schaue ein bisschen Fernsehen. Um 18 Uhr gehe ich dann zum Abendessen und um 19 Uhr habe ich mich heute noch für Qigong eingetragen. Das wollte ich mal ausprobieren. Muss man sich bei uns jetzt an der Info einfach anmelden, weil nur eine gewisse Teilnehmerzahl dran teilnehmen darf, wegen Corona. Und ja, da habe ich mich heute Mittag rum oder früh Nachmittag angemeldet, war noch platzfrei und ja, jetzt probiere ich heute mal Qigong aus, mal schauen, wie das ist. Ich müsste auch auf jeden Fall hier meine Bandagen von heute Nacht noch aufräumen. Seht ihr das? Genau, hier hinten sind meine Bandagen, der ganze Haufen da, den muss ich unbedingt noch zusammenrollen. Also dieser Haufen da, den wo ich euch da zeige, war auf meinen Beinen, also den habe ich heute früh im 4 abgewickelt, plus Schaumstoff noch jeweils pro Bein 2 Rollen und dann noch so eine ganz feste Bandage. Genau, und das ist die Wanne hier,
wo dann alles reinkommt. Genau. Ja, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Ich habe gerade echt keine Lust, das Zeug aufzuwickeln, aber ich muss es leider machen. Und morgen brauche ich es ja wieder. Ja, ich kann euch mal zeigen, wie das am Fuß aussieht. Ups. Ich habe heute nämlich so eine kürzere Hose an und da sieht man mal, wie dick da bandagiert wird. Ja, und das, wie gesagt, mit den Schuhen ist echt schwierig. Ich habe jetzt hier noch Socken an. Also, ja, genau. Und am Arm, das kann ich euch, glaube ich, nicht so gut zeigen. Doch, so geht es auch. Am Arm bin ich heute auch bandagiert, aber nur einen Arm. Ja, das reicht auch, weil mit beiden Armen, ich glaube, das wäre zu krass. Ja, besonders weil es ja bei mir jetzt das erste Mal ist und genau. Ja, ich denke, ich würde mich vielleicht dann nochmal nach Qigong melden und euch erzählen, wie ich das so finde. Und ja, das war's jetzt vom Moment. Und wie gesagt, verabschiede ich mich. Bis dann. Tschüss. Hallo meine Hübschen und einen schönen guten Morgen. Ach, heute bin ich ein bisschen genervt und frustriert. Ich habe jetzt heute mal den rechten Arm bandagiert bekommen hier und der ist so fest bandagiert. Ich kann fast das Handy nicht halten und wie ich später essen soll, habe ich eh keine Ahnung. Da bin ich jetzt dann erstmal gespannt, wie das laufen soll. Ja, meine Beine sind jetzt auch wieder beide bandagiert. Ich bin dann fast nicht in meine Schuhe reingekommen, das hat mich zu Tode genervt. Also was ich euch noch empfehlen kann, nehmt euch auf jeden Fall Feinstrümpfe mit. Das werde ich mir jetzt auch am Wochenende auf jeden Fall besorgen. Ich glaube, mit Feinstrümpfe rutscht man besser in die Schuhe rein und die sind halt nicht so dick. Und ja, wenn die Bandagen eh schon so dick sind, kommt man einfach in die Schuhe nicht mehr rein. Also ich wäre jetzt rechts fast gar nicht reingekommen, die passen, ich bin noch nicht gescheit drin, das nervt mich ja wegen, man kann nicht gescheit drin laufen. Deswegen, ja, werde ich am Wochenende unbedingt Feinstrümpfe besorgen. So, gegenüber ist ein Rewe und ein Schuhladen und ein Lidl. Ja, ich weiß gar nicht, haben Lidl und so auch Feinstrümpfe? Ich ziehe eigentlich keine Feinstrümpfe an. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall mal gucken, dass ich mir da am Wochenende welche besorgen kann. Ja, dass das Problem schon mal gelöst ist. Und ansonsten, ja, war mein Tag heute eigentlich genauso wie gestern und vorgestern. Also, ja, ganz normal 8 Uhr frühstücken, 6 Uhr kam die Schwester rein zum, wie heißt es, Fiebermessen, genau. 8 Uhr war ich frühstücken, 8.45 Uhr Lymphabress, Beine, gleich im Anschluss 9.30 Uhr hatte ich dann ja, meine ganz normalen Lymphdrainagen bei meinem Therapeuten. Da kam dann auch die erste Visite, war da, also da war der Arzt da und ja, hat kurz mit mir gesprochen. Ich meine, gut, ich bin ja schon ein paar Tage da, hat halt mein Gewichtsabnahmeziel erfragt und allgemein haben wir wegen, über meine OP gesprochen, wann die war und hat er kurz meine Beine angeguckt und meine Arme und ja, war eigentlich nur ein kurzer Besuch gewesen. Genau, dann danach war ich gleich wieder Bandage, also wurde Arme, also Beine und der rechte Arm dieses Mal bandagiert. Und ja, heute Nachmittag ist dann nochmal 14.45 Uhr von meinem Therapeuten ein Vortrag übers Bandagieren, da will ich hingehen. Und ja, will mir das Ganze mal anhören. Und um 16 Uhr habe ich dann nochmal Lymphapress für meine Arme. Ja, das fand ich gestern ja auch ziemlich nervig. Da gab es mir jetzt schon davor, weil da hockt man so blöd dort und ach, das ist ein bisschen doof. Also heute ist so ein bisschen ein Doof-Tag, wie ihr merkt. Ich bin heute nicht ganz so happy drüber. Und das Wetter ist mega geil und ich sitze draußen und genieße das Wetter, aber trotzdem irgendwie, die haben mir dann auch noch so am Bauch so komische Teile angezogen. 2 Stück, die rollen sich ständig übereinander. Und wenn man auf die Toilette geht, das ist super nervig. Also, ach Gott, ja. Also ganz so einfach ist die Geschichte hier auch nicht, muss man echt sagen. Aber gut. Ich gebe mein Bestes und versuche alles irgendwie zu machen. Und ja, um 12.30 Uhr gibt es ein Mittagessen. Ja, da will ich euch später wieder Bilder hochladen. Ich habe mir gedacht, so zwischendrin, zwischen den Videos will ich euch immer mal Bilder vom Essen und so hochladen. Habt ihr ja bisher schon gesehen. Ja, ich denke, ich werde mich heute Nachmittag Richtung Abend dann nochmal bei euch melden, ja, wie der nächste Vortrag war und was noch so passiert ist.
Und ja, das war es für den Moment gewesen. Ich genieße so ein bisschen die Sonne und lese hier noch ein bisschen und will noch ein bisschen laufen, dass die Bandagen wieder weicher werden. Dasselbe versuche ich auch irgendwie mit meinem Arm. Ja, also ich melde mich später nochmal bei euch. Bis dann! Jetzt das Bild, aber gestern war das doch noch relativ anstrengend. Also wir sind jetzt die Lamas gelaufen. Ich will euch noch ein paar Sequenzen von den Lamas natürlich einblenden. War super süß. Nur wir sind dann die große Runde gelaufen, beziehungsweise wir sind dann auch noch, also ich mit drei anderen, sind dann noch eine größere Runde gelaufen. Das waren insgesamt fast 10 Kilometer und wir waren dann 2 Stunden unterwegs. Und ja, wie ich dann zurückgekommen bin, war ich dementsprechend fertig, weil mit Bandagen ist es wirklich anstrengend, meine Lieben. Also muss ich wirklich sagen, das ist gar nicht so einfach. Aber mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, man hat auch richtig gemerkt, man fühlt sich gut, weil man einfach was getan hat. Und ja, das wollte ich euch nochmal ganz kurz sagen. Ja, jetzt heute ist Samstag. Ich war jetzt schon frühstücken. Heute ist nichts Besonderes mehr. Also das heißt, ich habe heute den Tag zur freien Verfügung. Ich bekomme jetzt heute auch keinen Besuch, aber ich will mir, also ich treffe mich jetzt um 9:30 Uhr mit einer Mitpatientin und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen spazieren gehen draußen. Danach würde ich mir, denke ich, im Rewe noch ein paar Feinstrümpfe holen und ja, ich denke, das vielleicht schlendere ich auch noch durch ein Aldi und durch ein Lidl, das weiß ich noch nicht. Das kann ich mir noch überlegen und ja, so habe ich jetzt für heute eigentlich nichts mehr Großartiges geplant. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht mit den, ob ich die Mädels mal frage, ob wir zum Baggersee laufen. Würde ich mir jetzt noch gerne anschauen. Morgen hat mein Freund gesagt, dass er kommt mit seiner Mama. Da freue ich mich absolut drauf. Morgen werde ich zwar wieder bandagieren, das heißt, ich bin nicht so ganz so flexibel wie heute. Aber ja, das ist halt so. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf morgen. Ja, ich denke, jetzt heute würde ich mich, denke ich, nicht mehr melden, weil es wird nichts Besonderes passieren. Und ja, morgen werde ich euch dann auf jeden Fall die erste Woche schon mal zusammenfassen und dann könnt ihr euch die schon mal anschauen und das werde ich dann mit Woche 2 und Woche 3 genauso machen. Genau. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag und dann bis dann. Gute Idee. Ja, gell? Was hier um die Lymphorb-Klinik alles für Geschäfte sind. Und zwar hier drüben ist ein Rewe, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich versuche es euch mal ein bisschen herzuholen. Genau, also da ist ein Rewe. Daneben ist ein Modegeschäft und ein Schuhgeschäft. Hier drüben hier ist ein Bäcker. Hier am Eck ist noch eine Gewerbebank. Und ein Aldi ist hinter dem Haus. Sieht man nicht so gut. Und hier drüben ist ein Lidl. Genau. Jetzt gehen wir noch mit euch auf die andere Seite. Hier habe ich nämlich 2 Fenster in dem Zimmer.
Zwar hier unten ist der Haupteingang. Hier. Dann haben wir hier ein, wie heißt das, so eine Bestrumpfung, also so ein Sanitätshaus. Da vorne ist noch ein Modegeschäft. Hier schöne Taschen, habe ich jetzt immer wieder gesehen. Auf der anderen Seite vom Gebäude ist ein dänisches Bettenlager, das aber zu hat. Das wird umgebaut und wird ein DM. Sehr geil. Dann das Orangene da vorne ist ein Obi. Dann hier unten ist hier ein Friseur, hier ein Reisebüro, wie ihr hier seht. Und da unten ist eine Apotheke. Und direkt unter mir, sieht man nicht, ist eine Sparkasse. Genau. Brunnen ist auch ziemlich schön, es haltet schon aus, weil es zu kalt ist. Genau, und hier, wenn man ums Haus rumgeht, hier auf der anderen Seite ist auch noch eine Poststelle. Genau, also hier ist eigentlich alles, was man braucht, beieinander. Das wollte ich euch noch kurz sagen. Meine Hübschen, jetzt wollte ich die erste Woche mal für euch abschließen. Und zwar, heute ist Sonntag, morgen beginnt Woche 2. Ich habe ja gesagt, ich möchte immer so wochenweise die Videos hochladen. Heute ist nicht viel passiert. Ich habe Besuch bekommen von meinem Freund und seiner Mama. Und ja, ich hatte heute früh Lymphapressarme, Lymphapressbeine und bin bandagiert. Mehr war heute nicht und ja, am Nachmittag habe ich eben mit meiner Familie verbracht, das war's. Und ja, dann hätte ich gesagt, morgen, also ich bin sehr gespannt, morgen werde ich gewogen, morgen ist Visite mit dem Herrn Cengale. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Und ja, neue Woche, neues Glück. Bis dann, tschüss!